Natürlich gehen es Schlachtphasen, mehr die dürfen nicht triumphieren. Ich werde ich mal suchen, dass es ganz wichtig ist, Krankheit zu verstehen, Krankheit zu akzeptieren, alles, was ein Doktor einem sieht, zu verstehen, aber nicht auf Ruhen zu stellen. Nicht einfach so zu akzeptieren, weil es so ist. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten an, nicht bei allen Menschen reagiert dasselbe. Das ist nicht, weil die eine Person im dritten Mann so unhält, dass ich das auch muss. Es kann bei mir auch nicht das sein, an der Technik, dass ich nicht normal bin. Es ist ganz wichtig, dass ihn positiv läuft. Natürlich gehen es Schlechtphasen, mehr die dürfen nicht triumphieren. Aber wenn ihr merkt, dass ihr dann einen ganz schlimmen Schlechtphase kommt, ist es ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Hilfe von den überall, kriegt ihr überall, muss ich sonst schwätzen. Das ist wichtig, die Menschen offen mit seiner Krankheit umzugehen. Das kriegt ihn heute zu viel Leid, wo ich gar nicht darauf vorbereitet war, irgendein eine Antwort oder ein Dis, wo ihn heute noch kann für sich verwenden, den ihm ganz alles bereit kann sein. Das ist ganz wichtig, dass ihn muss denken, dass die Leute anderen denken, denen nicht wichtig ist, dass ihn heute bleibt, dass ihn nicht kann an der Sand setzt, weil und man hilft sich keinem weiter. Und solange die Krankheit akzeptiert, also okay, Problem, können die noch weiter. Das ist wichtig, Sachen auszuprobieren. Wenn ihr dann da nicht kann machen, dann kann ich noch mal so einen Stopp gehen zurück, es geht nicht. Ja, wenn ihr nicht probiert, dann kann ich noch nicht sagen, ich kann es nicht, weil ich es nicht probiert. Seine eigene Grenzen kennenzulernen, aber wenn es nicht geht, Stopp zu suchen. Und sich nicht von anderen Leuten Grenzen setzen lassen. Leute mengen nur immer gut und probieren ihn immer zu beschützen. Mit der selber, du selber bist die Person, die an der Situation ist. Und das ist kein anderer, den dich aus der Situation rausholen kann. Du musst den Grenzen setzen.